Söhne gesucht 2009. 600 Bewerber. 40 Kandidaten. 14 Gewinner auf ihrem Weg ins Finale. Und die Söhne Mannheims traut nah. Jetzt aus dem Trafowerk Mannheim. Als Online-Serie. It's on. Mein Name ist Jamal der Zeiger, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Amriswil, das ist ein ganz kleines Dorf in der Schweiz. Ich mache Musik schon mein ganzes Leben lang. Sigilo ist unser Hund, unser Familienhund. Der ist auch sehr musikalisch. I got a break, got in the brain, they're trying to keep me trapped. But I'm taking all of the pain to prepare my attack. I feel malnourished, wanna eat, getting fat. Then they wonder what some of us from the bat, all the click clack. It's a system death we're living. Verbal liberalism is making a difference. Soldiers and warriors of America. Moin. Hallo. Meta und Henning. Meta ist der Chef für Rap-Angelegenheiten bei den Söhnen Mannheims. Wir haben erstmal den Song Babylon System aufgelegt, nachdem du dich auch beworben hattest. Und wir würden gern auf das Playback den Part vom Meta von dir hören. Alright, cool. Let's hear you and feel you. While logical weapons of war hold your breath. Designed for death in your bloodstream, nanobots designed to kill. Armageddon, so wheel the blame. War gangs pawning us, not warning us of the nature and threat. Yeah, I'm willing to bet. Every hero is responsible by method of experiment. Now what you gonna do when we take over the government? You're not happy with your performance? You have this look on your face. Yeah, because it's... I've never done this before with the... With the in-ears, yeah. No, it's, and it's early in the morning as well, so I'm sure it's difficult. You want to get your instrument? And yeah. Sie sind gemeinsam gewachsen, jetzt beide erwachsen. Doch noch die kleinen Jungs, die einst gemeinsam Faxen machten, lachten ganze tagelang Quatsch gemacht. Sie waren tagelang der Schreck der ganzen Nachbarschaft, ehe sie sich versahen, als ob's über Nacht geschah. Wir sind natürlich sehr gespannt, also dein Part ist mit Abstand der schwierigste. Ja, ich muss dazu noch sagen, dass es eben mein eigener Part ist und auf Deutsch, weil ich rap auch Patois und so, aber ich dachte, es ist authentischer, wenn ich einen eigenen Part schreibe und hier auf meiner Muttersprache rappe. So the original part, kannst du nicht den original text? Me can't do the original text. Babylon, bist du leicht verrückt, denn wir gehen einen Schritt vorwärts und zwei zurück. Es ist Zeit zu gehen, es ist endlich einzusehen. Ich hab ein Problem mit diesem Scheiß zu sehen. Almighty, put the off of Mr. Yes, feel it. Rastaman, die as any can't be said it. Some tell you, wicked boy, feeling better, watch this. Everything, happy nice and everything, happy this, now happy. Boss, look at note. Talk to me, the face. Can't just lyrics as a man of preach it. So you better watch Rasta, listen to this. Lyrics to me, chat, see the positive effect. Will Gott Zeugen sein wie ich, dann steh auf und zeig Gesicht, tritt aus dem Kopf. Ja, super. Ich denke, das hat uns einen sehr guten Eindruck von dem verschafft. Und wir würden dich jetzt erst gerne mal bitten, draußen noch mal ein bisschen zu warten. Alles wir würden klar. Uns jetzt mal beraten über das, was wir gesehen haben. Bis gleich. Bis gleich. Ich habe die Dinger noch nie gefragt, aber vielleicht reicht's ja. Ich glaube, ihr habt einen großen Vorsprung. Großen Vorteil. Ich bin hier bei Söhne gesucht, mach Marlons Part, hab hier einen eigenen Part geschrieben, weil ich dachte, es ist authentischer hier und würde mich freuen, hier Teil des Söhne Mannheims Projektes zu werden. Ich bin so auf die letzte Minute reingerutscht. Ja, und hier bin ich. Ich denke, es lief gar nicht mal so schlecht, wobei ich einen üblen Zittermann gehabt habe. Zwischendrin wäre mir fast das Mikro aus der Hand gefallen, war aber echt eine coole Sache. Ja, vorab erstmal größten Respekt, dass ihr euch diese Aufgabe gestellt habt. Also ich persönlich bin am allermeisten gespannt gewesen auf diese Runde, weil ich das noch eine zusätzliche Herausforderung empfinde, den Part von Marlon zu machen.
Also grundsätzlich war es bisher immer so, dass wir bei allen, dass alle Leute den Part von Marlon auch vorbereitet oder beziehungsweise von den einzelnen Leuten vorbereitet haben. Und das war bei euch beiden gut, fand ich. Du bist ohne Frage jemand, der viel von dieser Attitude rüberbringt, was ich auch super finde, was die Entscheidung nicht wirklich einfacher macht. Letzten Endes, Marlon, bist du derjenige, der repräsentiert werden soll. Ich will dich nicht wissen, my lad, aber du weißt doch, die Söhne gesucht, Marlon Part, oder? Stimmt, aber das war ein kleines Misunderstanding, weil ich habe den Part weggeschickt. Aber diese anderen zwei, der hat mindestens versucht, meinen Rap zu machen. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich soll deinen Part lernen und heute hier bringen, dann hätte ich ihn auf jeden Fall gebracht. Also dass es Missverständnis ist natürlich bitter. Das, was ich meine. Du bist aber der Erste, der es missverstanden hat. Also ich denke, die Entscheidung trifft auf euch beide und hoffen, dass du mit dieser Entscheidung leben kannst. Weil das ist gut, weiß ich ja, schon, aber ich will... Also mein Part wollen, dass ich wieder, weil auf der Bühne, weißt du, schon mal spielen live, muss Babylon System rappen. Ja. Groß 20.000, 30.000, wie würde das machen, weißt du, ich meine? Ich muss dir nur eine bessere Chance geben, weil das mindestens so oder geprobt, mein Part, weißt du, ich meine? Und gerade den Gegenpart zum Meta ist wichtig, dass man da halt eben auch eine klare Unterscheidung treffen kann. Touch my man, give me the regular man, what is it? Lion part. I like your style still enough. Jetzt war ich gerade hier drin im Trafowerk bei Metaphysics und Henning. Jetzt ist ein bisschen so die Anspannung von mir abgefallen. Ja, ich freue mich. Und ich mache das Rap-Ding, das Hip-Hop-Ding, das Musik-Ding, das mache ich schon mein ganzes Leben. Und es gibt immer viele Leute, die sagen, ja, sag mal, was machst du denn, was machst du, wenn es nicht klappt? Hast du Plan B? Und ich sage immer, es gibt keinen Plan B. Ich sage, ich mache so lange weiter, bis es klappt. Und jetzt bin ich bei den Söhnen Mannheims und repräsente die Schweiz. Meine Wünsche sind natürlich, dass sich jetzt Metaphysics für mich entscheidet und dass er überzeugt von mir ist und dass er weiß, ja, der Typ kann es bringen. All of you, you were all very confident, you all did your thing, you know, to the fullest. I probably wouldn't even be able to handle that myself, you know, if I was put in your position. But I have to make a decision based on who I think is going to be able to play my role and deliver probably the way I would on stage. What I liked about you though is you're like the embodiment of hip-hop. You love it, you live it, you definitely in. Jamal, you definitely cool. I just have to decide between you two. Maybe we could do a little just small battle. All right, in order for me to make up my mind, I've asked the young guys here to just battle it out. This is part of hip-hop, this is part of the culture. They came here to represent the rapper in the group, so I'm going to give them the topic, and the topic is going to be tea, a hot cup of tea in the morning. And my man there is thinking, I can feel it, so take it away. Was ich jetzt spreche, das ist das, was ich erzähle. Und ich bleibe beim Tee, denn der Tee ist schön. Und ich kann es schon fühlen, wie er beginnt zu entstehen. Nach Minuten kann ich ihn sehen. Dann ist er aufgebraut, aufgetaut, frisch und lau. Und ich nehme ihn ein, direkt in meine Seele, so soll es sein. Yeah, well done. Du magst Tee, ich mag auch Tee, vor allem wenn ich morgens früh aufstehe. Morgens um 4:30 mache ich mir einen grünen Tee. Sencha, Kukicha, Japanisch, Chinesisch. Ich mag's, wenn ich meine Verse schreibe mit einem grünen Tee und bei der Sache bleib und mich konzentriere, meine Reime konstruiere. Decision time. Alright, Henning, you asked me to make a decision in the form of a rhyme. Now I have to think that it's the decision time. I got two candidates sitting to my left and one to my right, and these got breath and he might be white. I'm not sure. Okay, I said tea was the topic. They dropped it. It was hot. And now I'm thinking maybe I've lost the plot. Who do I choose? Who's gonna win? Who's gonna lose? Ooh, I'm so confused. Wait a minute. Okay, I have a plan. Make them freestyle and see who's the man. Shit, he came off, he was talking about soul, and I'm thinking, damn, now he's out of control. He came through, he was like, it's so fresh, and I'm thinking to myself, he's got breath, not breasts. If you were a girl, you would have won. He's a gangster, might have a gun. He's good with a guitar, might be a star. Shit, who's the winner? You two are. Thanks, guys. Yeah, just maybe you want to know what my decision's based on? You came in, you're completely versatile. I don't know how you're going to do in the second round as a rapper, but it's fun to have you around because you have skills, your songwriting is incredible. Just as far as the way you work and the way you're, you know, I would keep you on
as a fan, because I'm your fan, you know, I really like what you're doing. You came in a little bit insecure in the beginning, a little bit shy. You performed wonderfully. It was really, really difficult decision. Just, you need to just shine a little bit more. Next time you have the opportunity, just let go a little bit more. You know? Okay. Nothing personal. All right. Gut. Thanks. Okay, danke schön. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Danke schön. Dankeschön. Wir werden die Gruppe jetzt in zwei Bands aufteilen und werden die Münze sozusagen entscheiden lassen, wer in welcher Band spielt. Komm.